So. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Let's Play Miitopia. Jo, die Zähne haben wir schon so oft gesehen. Wir sind wieder in der Gegend Watsugengeier. Und wir sind gerade dabei, die Quest von Caddy zu erledigen. Enthielt Pilzblume. Also ich glaube, es ist ja so, dass doch Pilze ja nicht zu der Gruppe Pflanzen gehören, sondern wirklich irgendwie so eine eigene Art von Lebewesen sind. Wie ganz seltsam soll es sein. Hamatata. Wer hätte gedacht, dass an einem Geist so viel Fleisch ist? Ja. Bestimmt kauft dieses, also Mimi jetzt was Falsches. Oh, doch nicht. Abwehr 100. Ein Pünktchenkleid.
Mumienkostüm. What the fuck? Du hast 12 verschiedene Cat Suites, die bevorzugte Kleidung der Katzen gesammelt. Du hast 12 verschiedene Kostüme, die bevorzugte Kleidung der Unholde gesammelt. Du hast 5 verschiedene Kleider, die bevorzugte Kleidung der Prinzessin gesammelt. War es nicht schon mehr als 5? Ich glaube ja. Nein! Ach, nicht schon wieder. Okay, ja. Fluchtpanzer. Okay. Giga-Heilung gelernt. Strahlendes Licht frischt bei einem Freund enorm viel HP auf. Magie. Flammenchili. Exo. Ich frage mich, wie die Entwickler auf die Namen gekommen sind. Von den Gegnern. Das würde ich so gerne wissen. Du die Bi die Falla die La die stimmt jetzt mit dem Mi von Welke nicht. Was um alles in der Welt singst du denn da? Hab ich selbst komponiert. Eine Mischung aus Jazz und Avantgarde Funk. Cool, oder? Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Aber ich habe mir die Melodie doch gerade erst ausgedacht. Ah, jetzt fällt es mir ein. So klingt es, wenn man zu kalt duscht. In Zukunft singe ich nur noch, wenn du im Gasthaus bleibst. Ja, vielleicht sinnvoller.
Ach so, Snoop Dogg ist krank. Oh, schön für ihn. Dieses Level mache ich noch mal. Ich frage mich, was das für ein Schloss oder Burg da im Hintergrund ist. Schnuff, wo bist du nur? Komm doch bitte wieder nach Hause. Seufz, ich schätze erst. Doch nicht hier. Huch. Was mit Tisch? Catty. Catty Wolf. Thank you.
Vielen Dank, Mounts. Ja, einfach würde ich zwar nicht sagen, aber war machbar. Wurfbrötchen, 2 Sterne. Also wirklich, was für ein Schlamassel. Aber wenigstens ist mein Schatzi-Schnuff wieder da. Wo wir hier schon von Schatzis reden, darf ich dieses Juwel haben? Was, diesen komischen Klunker? Gewiss doch, bitte sehr. Augenjuwel rechts erhalten. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Komm, Schnuff, jetzt aber nach Hause. Du hast die Quest von Katie abgeschlossen. Damit hätten wir schon 2 Juwelen für den Himmelsturm. Dann fehlen nur noch 2. Wir haben also erst die Hälfte. Nein, das muss ich anders formulieren. Wir haben schon die Hälfte. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja, immer positiv denken. Auch wenn Oliver Welk schon zum, keine Ahnung wie, 4. Mal erkältet ist. Oh, Stefan Raab kommt mal mit. Als Ersatz für Oliver Welke. Mein kleiner Schnuff, er ist daheim, es geht ihm gut. Diese Ereignisse haben ihn wohl sehr mitgenommen. Ja, das glaube ich. Wer ist das? Sane, sportlicher Vampir. Hey, du, genau du da. Hör dir das hier an. Ich habe ein ganz besonderes Haus. Darin lebt nämlich ein Kreatur des Schreckens. Und zwar du. Nicht irgendein... Oh nein, nicht ich. Nicht irgendein ganz gewöhnliches Monster. Oh nein. Ein Geist. Was, dachtest du schon, Vampir? Keine Ahnung, wie ich mich bei Tageslicht sehen kann. Ein richtiger, echter Geist. Das nervt ein bisschen. Deshalb möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Kannst du den Geist aus meinem Haus vertreiben? Oh, bitte hilf mir. Die Villa Macabra. Alter, was für ein Scheißwort. Muss von einem Geist befreit werden. Beiß den Geist doch, sportlicher Vampir sein. Wunderbar. Ich sollte dich am besten begleiten, damit du den Geist beißen kannst oder mich beißen kannst. Und warum lebst du überhaupt? Müsstest du nicht mit Tageslicht? Zum Aschenfall. Als ob diese komische... Ah. Das Gebäude, das ich im Hintergrund, glaube ich, gesehen habe, ist diese Villa. Das sagt jetzt einiges. Na, dann rein ins Vergnügen.
Also wieder auf zu Watzunga, ja. Ja, dann bis zum nächsten Part von Let's Play Miitopia. Bis dann und ciao.